So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video, wo ich euch wieder meinen oder meine Scheine des Tages dabei zeige. Ich mache es deswegen, weil das Spiel dann jetzt da um 12:35 Uhr anfängt, damit ihr das noch vorher seht, was ich hier gespielt habe. Dann auch, wie das zum Beispiel bei mir auf der Börse ausschaut. Das habe ich auch ausgedruckt. Und wir werden uns über das Thema Quotenlehre einmal ein bisschen auseinandersetzen. Wenn du wirklich professionell Sportwetten betreiben möchtest, dann musst du ein Verständnis für Wettquoten entwickeln. Schauen wir uns einmal den Schein, oder die Scheine an, die was ich gespielt habe. Und zwar siehst du hier dieses Kunshan gegen Guizhou. Ich kann es nicht einmal richtig aussprechen. Aber da haben wir Doppelchance X2. Die Quote ist 7,0. Ja, X2. Das habe ich hier mal zu 50 Einzelwette. Dann habe ich sie hier. Fangen wir mal so an. Ich habe es dann hier auch als Kombiwette. Da ist halt das Thema, man muss verstehen, Galatasaray zum Beispiel, die Quote für Siegtipp 2 ist auch zu hoch. Das heißt, wenn ich zwei Quoten miteinander kombiniere, zu hoch sind, dann kann ich die halt nacheinander auf der Börse dann gegenspielen. Aber in erster Linie geht es einmal um das erste Spiel, nicht X2, Quote 7. Und dann habe ich es nochmal probiert, so 50 Euro spielen. Es wurde dann leider schon abgelehnt. Ich habe es dann halt noch einmal zu 10 Euro bekommen. Okay, nehme ich die 10 Euro noch mit. Ja, so. Also wieder das gleiche Spiel zu 10 Euro. Und jetzt sehen wir halt hier in Summe, diese drei Scheine waren 110 Euro Einsatz. Okay, so. Und jetzt wird es mathematisch. Ja, jetzt muss man halt anfangen zu lernen, wie das halt funktioniert, wenn man das halt professionell machen möchte. Wenn ich eine so hohe Quote spiele wie 7,0, muss ich in der Lage sein, die Quote, die was hier angeboten wird, auch in eine Wahrscheinlichkeit umrechnen zu können. Und die Wahrscheinlichkeit, die was hier wieder gespiegelt wird, ist 14,28%. Ja, dass eben, dass jetzt da hier X2 ausgeht. Zumindest ist das halt die Interpretation von der Quote 7,0. Was dann bedeutet, dass die Gegenwahrscheinlichkeit zu 85,71% eben nicht X2 ausgeht. Und somit Siegtipp 1 ausgeht. Und wenn ich eben 85,71% von einer Wahrscheinlichkeit wiederum in eine Wettquote umwandle, habe ich den Wert 1,1667. Also das ist der sogenannte Kehrwert von der Quote 7,0. Okay? Ja, das ist mathematisch, da muss man oben viel nachdenken, da muss man sich überlegen, Gedanken machen. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, ach, ich glaube, ich hoffe, ich bete. Ja, das hat sehr viel mit Wettquotenlehre zu tun und auch die Gegenwahrscheinlichkeit ermitteln zu können. Und jetzt ist halt das Thema, das ist halt das Interessante hier, ich zeige dir das jetzt einmal. Also die Gegenquote ist 1,16. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf der Wettbörse für Siegtipp 1 eine Quote bekomme, die was über 1,16 ist, dann kann ich hier Geld damit generieren. So. Zeige ich dir was? Du siehst hier, das war der Ausdruck auf der Börse. Da herüben siehst du, ich habe die Quote 1,20 bekommen. Ja? Von der Quote 1,20, ja, ist der Kehrwert, die Gegenwahrscheinlichkeit von 1,20 ist 6,0. Somit war die 7er-Quote, die was ich hier gespielt habe, höher, ja, höher als 6,0. Und um genau das geht es jetzt. Wenn du natürlich jetzt zu deinem Wettanbieter rüberläufst und jetzt glaubst, doch, das kommt, das Doppelchance X2, ich weiß nicht, ob das kommt. Interessiert mich auch gar nicht. Und du bekommst jetzt aber eine Quote zum Beispiel von nur 5 oder 5,5 oder unter 6, dann hat diese Quote keinen Vorteil mehr für dich. Okay? Und jetzt sieht man hier, du siehst hier, ich habe hier insgesamt 567 Euro, ja, auf Sieg Tipp 1 gespielt. Jetzt braucht man natürlich Kohle. Jetzt spiele ich zuerst 110 Euro beim Buchmann, die Quote 7
Und jetzt muss ich noch 567 Euro auf Siegtipp einspielen. Jetzt siehst du aber hier, bei Kunshan habe ich 110 Euro plus. Das heißt, genau jener Wert, den ich auf der Wettbörse gewinne, was ich beim Buchmacher verliere. Okay? Na, wir haben ja gesehen, die drei Scheine, 50, 50, 10. Das heißt, mit Risiko sind 110 Euro. Wenn das Spiel Siegtipp 1 ausgeht. Aber durch das, dass ich das jetzt da hier mit der Quote 1,20 für Siegtipp 1 mit 567 Euro gespielt habe, gewinne ich hier 110 Euro. Und jetzt kommt halt dieser ganz interessante Effekt, wenn man das einmal verstanden hat. Wenn das Spiel jetzt X oder 2 ausgeht, dann gewinne ich ja beim Buchmacher. Ja, wie viel gewinne ich denn jetzt da hier? Na? Wenn du jetzt die Quote 7 mal 110 Euro rechnest, dann gewinne ich oder habe ich als Auszahlung in Summe 770 Euro beim Buchmacher. Wenn ich jetzt da von den 770 Euro 110 Euro abziehe, ist mein Reingewinn 660 Euro. Hier verliere ich 567 Euro, wenn das Ganze jetzt da X oder 2 ausgeht. Und die Differenz jetzt da von diesen 660 auf diese 567 Euro, das sind knapp nicht ganz 100 Euro, ist jetzt mein möglicher Profit. Wenn das Spiel jetzt da X oder 2 ausgeht, generiere ich damit knapp 100 Euro. Geht das Spiel Siegtipp 1 aus, verliere ich zwar alle Wetten beim Buchmacher, bekomme aber auf der Wettbörse die 110 Euro zurück. Und das funktioniert nur, wenn du dich mit dem Thema der Quotenlehre beschäftigst. Wenn du dich mit dem Thema eines Kehrwerts beschäftigst. Wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, wie kann ich auf alle erdenklichen Ausgänge Geld setzen. Wie berechne ich das Ganze und so weiter. Das lernst du zum Beispiel alles bei uns in der Sports Betting Academy. Ja, ich mache das schon so viele Jahre, wo ich das jeden Tag mache. Ihr seht das halt jetzt auf YouTube, jetzt gerade erst einmal ein paar Tage, wo ich das jetzt immer live zeige, weil es einfach ein neues Format ist. Aber im Schulungsbereich, im Aufbaukurs, Basiskurs und so weiter von der Sports Betting Academy, was du übrigens unterhalb von dem Video dir sichern kannst, dort wird das unterrichtet. Ja? Jeder Handlungsschritt, wie ich das finde. Weil das Thema ist ja auch, wie finde ich diese Quoten? Das ist auch ein Riesenthema. Ja? Oder wie berechne ich die Einsätze richtig? Wie komme ich jetzt auf genau den Einsatz 567 Euro, sodass ich 110 Euro gewinne? Das sind alles Dinge, die musst du lernen, die musst du verstehen, die musst du eigenständig umsetzen können, wenn du eben das so machen möchtest wie ich. Wenn du natürlich sagst, ah, das ist mir zu blöd, ja okay, dann bist du bei mir falsch. Ja, wenn du deine Kombiwetten spielen möchtest, bitte geh, viel Spaß. Das hat nichts mit professionellen Sportwetten zu tun. Das hat nichts mit dem zu tun, dass du dein Kapital schützen kannst und vermehren kannst. Das ist halt ein reines Zocken. Wenn dir das zu mühsam ist, Wettquoten zu suchen, die einen mathematischen Vorteil haben, ja gut, bitte geh, mach deine Sache weiter wie bisher. Dann bist du hier auch falsch. Ja? Wenn du aber einen Weg suchst, wie du seriös, nachweislich, legal, ja, hier konstant Profite generieren kannst, dann bist du hier an der richtigen Adresse. Denn ich überlasse hier schon seit Jahren nichts mehr dem Zufall. Oder warum auch? Ich sehe Sportwetten als Business und nicht als dumme Zockerei. Okay? Dumme Zockerei, das machen Amateure, die was dann hoffen und beten, dass einmal irgendwann einmal der Schein kommt. Und da meistens sind halt diese Amateure dann genau jene, die was dann irgendwo bei jemandem wieder auf dem Sofa sitzen und dann heulen. Ich habe so viel verloren. Ja, es ist tragisch. Aber überleg einmal deine Herangehensweise, wie du alles gemacht hast bisher. Okay? Und für all jene, ich sehe das ja eigentlich wie ein, wie soll ich sagen, wie ein, so ähnlich wie Sudoku. Ne? So wie ich Sportwetten betreibe, ist es ähnlich wie Sudoku für mich. Da muss ich mein Hirnkastel einschalten, damit ich dieses Rätsel lösen kann. Und so ist es auch hier. Nur, dass es halt hier um das Thema der Wettquote geht. Okay? Das ist halt der große Unterschied. Aber es macht halt mega Spaß. Also mir macht es halt mega Spaß, weil im Endeffekt, wie gesagt, entweder gewinne ich beim Buchmacher oder ich gewinne es auf der Börse. In diesem Sinne, viel Spaß, viel Erfolg. Ja, wenn du mit mir mal sprechen möchtest, kein Problem. Auch unter dem Video hast du die Chance, einen Infocall mit mir zu buchen, wo wir zweimal quatschen können unter vier Augen. Also in diesem Sinne, viel Erfolg mit deinen Sportwetten. Und bis zum nächsten Video.